Ja, Peace and Justice gesagt. Herzlich willkommen zu DSD, ein Midnight Figure Feature Star Wars Folge 591. Heute mit unserem HK, was hat er denn für eine Nummer? HK87, der Assassin Droid. Ja, geiles Bild aus der Ahsoka-Serie. Ich habe von Ahsoka noch gar nichts gesehen. Vielleicht kommt da ja mal eine Blu-ray raus oder so, ne? Weil, dann könnte man sich die ja zulegen. Vielleicht ist die dann auch nicht ganz so, preislich im höheren Segment wie Mandalorian, weil das ist ja ein Witz, das ist eine Sauerei, ist das. Aber da machst du halt nichts, ne? Ich kenne halt die HK-Droiden nur aus Knights of the Old Republic 1 und 2 auf der ersten Xbox. Das ist eines der wenigen Spiele, was ich auch zocke halt, ne? Unter anderem sonst Resident Evil und Tomb Raider halt immer. Auch nur für die ersten 3 Teile. 4 Teile, gut, bei Resi geht natürlich auch das eine oder andere noch auf der PlayStation 2 und so weiter, aber über die PlayStation 2 bin ich nie hinausgekommen. Ja, oldschool halt, ne? Deswegen, also, da bin ich mal gespannt, was mit dem auf sich hat, so. Weil, dieser HK, wie hieß denn der andere immer? Hieß der dann echt 88? Ich weiß es nicht. Bei Knights halt, ne? Old Republic, so. Der war ja auch ein bisschen frecher dann und was weiß ich so. Aber bin ich mal gespannt, so. Assassin Droid erinnert mich dann auch ein bisschen an die Magna-Wächter, ne? Von Grievous irgendwie halt. Das ist schon interessant. Was ich gerade an dieser Karte sehe, hier ist ein kleiner Bogen hier an dem Bild. Ich weiß nicht, ob man es da sieht. Als wenn da nochmal der Bubble erst falsch aufgelegt worden ist oder so, weißt du? Und dann hat sich da ein bisschen was gelöst von dem Druck. Und auf dem Bild ist auch schwer zu erkennen. Gut, im Kostüm wird es keiner gewesen sein. Der wird eher nicht mit gewesen sein, ne? Weil der so dürre Beine hat, sehe ich gerade. Das sieht ja aus wie gemalt, irgendwie, das Bild, ne? Ist auf der Rückseite nicht zu sehen. Ich wollte aber sagen, auf der Rückseite Vintage Collection 294. Ja, ein paar Figuren haben wir noch. Admiral Thrawn. Ach, die sind alle aus der Ahsoka-Serie. Nee, kann ja nicht sein. Das ist ja auch schon wieder Quatsch. Ich dachte, die wären jetzt alle aus der Ahsoka-Fernsehserie. Morgan Elsbeth. Gut, haben wir bei Mandalorian gesehen. Taucht bestimmt bei Ahsoka dann auf. Ja, der große Inquisitor, ey. Das kann ich nichts mit anfangen. Ahsoka Tano, natürlich sehr geil. Die könnte man sich natürlich noch zulegen. Auf Ahsoka-Karte, ne, schön. Moff Jesuit habe ich auch geschenkt bekommen. Danke dafür nochmal. Den übrigens auch hier, ne? Von Mr. Matt Malfine. Liebe Grüße in den Süden. Ich hoffe, das Wetter ist gut. Hier so, lala. Wohl gleich kommt die Sonne hier durch. Dann muss ich aufhören zu filmen. Dann habe ich nämlich hier die Blitzstrahlen. Luke Skywalker Jedi Academy. Aha, soll das ein neuer Luke sein? Dann hat er ja durch den digitalen Faceprint und durch diese Deepfake-Dingsbums-Zeug halt, ist das ja eh nicht mehr Mark Hamill halt, ne? Ich weiß es nicht. Boba Fett Tusken, ja, habe ich auch geschenkt bekommen. Könnte man auch mal bei Gelegenheit auspacken, ne? Ach, ich... Ja, man tut sich immer schwer, ne? Ja, und natürlich hier den Assassin Droid, den HK 87. Ja, aus dem Jahre 2023 Hasbro halt, ne? Ich habe doch letztens... Ach so, hier unten steht Disney. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch letztens auch was gehabt mit Disney. Guck mal, man könnte... Ich sehe gerade hier mittig an dem Bubble... Da kommt Luft durch. Waren die früher nicht ganz... Nee, da war auch schon immer so ein kleines Luftloch, ne? Ja, komm, den packen wir mal raus. Der hat eine Lanze dabei. So ein Blaster, diesen Blaster, den er hier hat. Gucken wir uns gleich eh aus der Nähe an. Der erinnert mich ein bisschen an die Blaster der Klappergestelle. Der Dingsdroids da, diese Kampfdroiden da, diese Roger-Roger-Typen aus den Prequels. Ne? Haben die nicht auch irgendwie so eine Blaster gehabt? Kann sein, ne? Ja, komm, wir nehmen mal hier das Instrument des Vertrauens. Komm, ich mach den jetzt so, sonst ratsche ich wieder über die Karte, weil die Karte ist schon schön. Ich finde das mit dem Bild geil. Ja, jetzt habe ich hier schon wieder die ersten Macken gemacht mit dem dicken Knubbel hier. Das ist auch total dumm. Man sollte da ein Tuch drunter legen, ne? Dann passiert das nicht, dass man die Karte irgendwie ein wenig verletzt oder so. So, das sollte reichen. Kommen Sie heraus. Oh, das komische Papier will gar nicht raus, das ist super. Ich mag dieses Design total, weil das, ich kann es immer wieder sagen, ist halt Nostalgie pur. Das ist wie eine 80er, das bockt sich schon halt. Ne? Und die geben sich ja auch Mühe, auch wenn man, wie gesagt, preislich finde ich das alles, ist das alles nicht mehr im Rahmen und gerechtfertigt irgendwie. Obwohl so eine Druckdings hier, ne, kostet ja ein paar hunderttausend halt, ne? Für einen Teil, ja,
Dann weißt du Bescheid, wie viele Figuren die machen müssen. Und die werden ja hinterher irgendwann wieder verramscht. Ich glaube, gut, ein paar sind halt seltener, ne? Sieht man immer wieder auf Börsen, aber machst du nichts. Die Sucht, wenn du einmal süchtig bist, ne? Aber ich bin lieber nach Plastikpüppchen und altem Spielzeug süchtig, als nach irgendwas, was dich komplett kaputt macht. Ja. Zum Beispiel so ein Assassin Droid. Hier ist er nochmal im Bubble. Und komm, Waffen raus hier. Also da sind die immer hier mit dem Kleber, ne? Komm raus da. Zack, zack. Dann haben wir hier diesen Blaster. Wie gesagt, der erinnert mich halt stark an, wo die waren, glaube ich, ein bisschen länger. Aber irgendwie, wie gesagt, ich weiß jetzt die Historie wieder nicht dazu und so. Vielleicht ist das ja so ein Ableger, ein vernünftiger Battle Droid. Und hier diese geile Stange, ne? Ja, so ein Kampfding halt, super. Gut, dann befreien wir ihn mal hier. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Komm raus, der ist ja ganz schön zart. Das ist das nämlich, was ich meine. Ne, wenn man sich den jetzt mal so anguckt, die sind so filigran, die Figuren. Da wird wohl weniger Plastik verbaut und so, ne? Aber da finde ich die Retro-Collections doch schon irgendwie angenehmer. Also, ne, weil die Retros, da hast du noch was in der Hand. Die, ne, die sind halt wie damals. Das, gut, damals war damals, es gibt für alles eine Zeit. Heutzutage ist es halt so, aber von mir aus können sie gerne wieder, oder geht's wie diese Epic Hero Series da. Sollen sie so eine Figuren raushauen mit allen Charakteren aus den Serien und so. Und dann für einen 10er, top. Also hätte ich nichts gegen, ne? Also das finde ich gut. Aber ich schwafel jetzt weiter und zwar in der Detailaufnahme. So, da kommt da der nette Herr HK. Warum eigentlich HK? Das wurde auch mal, glaube ich, erklärt, ne, in den Dings. Jetzt guckt euch mal den Kopf an, das Gesicht. Das ist geil, weil es ist ja noch niemals symmetrisch hier mit den Dingern, die er hier so am Mund unten hat, ne? Das ist so klein alles, ey. Jetzt guck mal, kleiner als eine Fingerkuppe. Dachte gerade, kann man hier was abmachen? Kann man hier direkt ins Gehirn gucken, das wäre geil. Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich seine Haube komplett verbogen. Oh, ja, das war der Kopf. Gut, das ist ja normal. Hat er hier... Ach, guck mal, der hat gar nicht dieses Halsdingen. Okay. Ich mach mal direkt den Umhang ab. Mein Umhänger und sowas ist ja immer toll bei Krieg der Sterne, ne? Mit Stoffmäntelchen, das war früher ja ab und zu dann auch schon bei Rückkehr der Jedi-Ritter-Figuren halt, ne? Die Ugnaughts hatten dann schon so ein Stoffteil und so weiter. Er hat ein bisschen natürlich, ja, ne, nicht wirklich Kadö-mäßig, aber er ist so dürr. Ist ja hier am Hals, habt ihr ja gesehen, nur Kugeldings. Ich würde den auch so nehmen. Da geht schon ja die Fantasie. Guck mal, das sieht aus hier mittig, als wäre das ein Totenschädel. Ja, die Augenhöhlen. Irgendwie. Finde ich auch nicht schlecht so. Was kann man ja noch mit dem machen? Nichts weiter. Kann sich so drehen. So, was ist mit der Arme? Ach doch. Ah, das ist wieder schön mit den Schulterglocken. Natürlich, wenn du als Kind damit spielst. Der machst du 30, 40 mal die Arme hoch. Dann brechen die irgendwann wahrscheinlich ab hier. Weil das ist ja nur so dürr hier. Ne? Also, aber man kann zumindest die Arme auch hoch machen. Ich lasse das jetzt dann. Diese dünnen Gelenke, ey, das fand ich bei den Ahsoka-Figuren schon immer so. Also wirklich bei Ahsoka Tano halt. Aber die so dünn sind, ne? Immer hier das Kugelgelenk. Aber die Details finde ich halt schon wieder schön hier auf dem Arm. Und die Farbunterschiede halt, ne? Dass hier immer das Metallische durchkommt, darüber nochmal ein bisschen Rüstung. Da die kleinen Roboterhände. Guck mal hier. Die sind so knochig. Können wir ja auch mal eben den Test machen. Für den Blaster. Der wirkt schon fast zu groß wieder, ne? Ah, da fällt er schon wieder ab. Komm, der muss doch beidhändig. Weil die Finger sind ja mittlerweile, da sieht man, weil die Hand so klein ist. Ne? Fällt er hier schnell raus. Das dürfte ja hier auch nicht anders sein, oder? Ah, hier nimmt er ein bisschen besser. Das ist schon, ja. Kann man mal machen, oder? Finde ich jetzt nicht so schlecht. Ja, gut, hier dasselbe Spiel. Guck mal hier hinten. Ah, ich habe was entdeckt. Cool. Ein Knopf, der macht Licht. Nein. Das sieht schon... Ah, ich dachte gerade, man könnte das hier irgendwie aufklappen. Das wäre geil. Weißt du, dass du dann so Innenleben siehst. Aber das hier, das ist wieder so Weichzeug.
Das soll. Meinst du das? Ich hätte jetzt fast gedacht, ja, dass er hier die Lanze irgendwie hält. An der dünnsten Stelle der Lanze, so zum Beispiel. Ja klar, ne? Das ist wohl dafür gemacht. Nicht schlecht. Weil der Blaster, der ist ja zu sperrig. Den kann er jetzt natürlich nirgendwo festmachen. Ne, das ist für die Lanze. Dann war hier, ach, guck mal, schön halt. Das sieht auch wieder geil aus. Ja, kann er hier ein bisschen den Oberkörper, kann er den denn hier auch ganz, ja, die kann er auch ganz drehen hier. Können wir mal hier, da sehen wir hier nochmal halt, ne? Das, so ein bisschen das Innenleben. Was war denn jetzt vorne so, ne? Oh, geil mit dieser kleinen Konsole hier. Was sind denn das? Sollen das Damage-Dinger sein hier? Nee, das sind alles irgendwie maschinelle Teile. Ne? Und dann hier nochmal Hüfte, kann sich auch drehen an dem ja, Gürtelstück hier. Bin ich mal mit den Beinen gespannt. Ja doch, die haben auch ein Kugelgelenk, allerdings kann er nur so ein bisschen springen. So, just do it, ne? Mann. Das sieht ein bisschen komisch aus hier. Aber das ist, das erinnert mich wieder an die Folterdroiden aus Jabba's Palast. Ich glaube, da waren die Oberschenkel auch so ähnlich. Gut, dann können wir hier nochmal drehen. Also in Pose bringen kannst du den vernünftig. Oh, guck mal, das mit den Kniedinger finde ich geil. Das ist schon wieder anders als natürlich bei menschlichen oder bei Creature-Charakteren. Weil hier wirkt das ganz anders. Ach, guck mal, hier haben wir 2023. Noch drin stehen, ne? Made in China. Ja, da kann man es, das ist schön dezent platziert. Auch hier die Füße, das ist cool. So, ja, das ist so wie immer, aber guck mal, das biegt sich auch alles so, weil das ist alles zu dürr. Ich meine, das ist geil, das ist toll, weil du da, ne, die kannst du in geile Posen bringen, halt die Typen. Aber das ist mir alles irgendwie zu dürr. Also das ist ja wirklich dann schon so Sammeldings halt, ne, weil zum Spielen. Wie gesagt, auch hier mit in der Hände irgendwas. Jetzt nimm doch mal die Lanze. Haben wir das eigentlich gerade schon ausprobiert? Da rutscht sie direkt raus. Weil das meine ich, das leiert alles total schnell aus oder bricht dir dann auch weg. Er kann die Lanze so nicht nehmen oder was? Das gibt's doch gar nicht. Nimm die doch mal feste in der Hand, Alter. Ne, funktioniert hier absolut überhaupt nicht irgendwie. Also die linke Hand von ihm, die ist echt blöd. Das war ja jetzt gerade schon mit dem Blaster, ne? Gucken wir mal, ob er. Ja, hier hat er sie kräftiger. Ja, das war die Erdanziehung. Jetzt ist sie weg. So, wir probieren das Ganze nochmal. Das ist doch schon wieder, ey. Ich wollte doch nur, dass er hier mal ausholt und mit der Lanze zusticht. Ja, das ist mir alles zu frickelig hier. Vor allem, wie sollst du das denn im Alter machen? Man erkennt nichts. Weißt du, ey, jetzt nimm doch mal das. Also das hier ist echt, die linke Hand, die ist echt mies gemacht. Also die linke Hand kann gar nichts nehmen. Ja, lassen wir das mit dem Blaster, macht keinen Bock. Das ist echt blöd. Ich ziehe ihm gleich sein Cape wieder an da. Hat der eine Kapuze dabei gehabt? Nee, ne? Na, ich dachte gerade, das wäre so ein Kapuzentyp, ne? Ich mag ja so Kapuzen und so weiter. Ja, und so hinstellen ohne Stand ist natürlich, ja doch, so geht's. Na, dann hat er hier, da, sie einer aufgelöst, der liegt in seinem Mantel hier oder irgendwas so. Ja, mit der Hand, das stört mich ein bisschen, das war blöd. Ja, das ist, wie gesagt, das ist, wenn die so fein sind halt, ne, und so dürr, gerade bei so Droiden oder so. Aber geile Figur. Also, finde ich cool. Hätte mir als Kind gefallen, gefällt mir auch jetzt. Mal gucken, wenn man noch älter wird und man entwickelt sich zum Kind zurück, das wird lustig. So, ich werde schon wieder komisch, also lieber zum Schlusswort, ne? So, bleibt er stehen? Ja, okay, jetzt aber Schlusswort. I love toys. Komm schon, jetzt mach nochmal hier Kampfpose. Das Schlimme ist, ey, ich muss jetzt schon wieder die Brille hochmachen, weil ich noch niemals mehr erkenne, wie er die Stange zu nehmen hat hier. Das ist auch ja ein Satz, ey, weißt du? Jetzt nimm doch mal, ich wollte doch nur zum Schlusswort hier den nochmal schön positionieren. Ja, egal, ihr habt ihn ja eh gerade gesehen. Ich lasse ihn jetzt einfach mal hier so stehen mit seinem Stänkchen da. Das ist doch alles ein Mist. So, komm,
Das ist auch, ne, wenn die so dünne Beine haben und so kleine Füße, so Trippelfüße, fallen die auch immer schnell um. Ich habe da auch ein paar Stands gekriegt, aber ich glaube, das sind die Noppen drauf für die normalen Figuren halt. Und ich glaube, Vintage Collection wieder, ne? Das sind so kleine Löchsken da, das ist merkwürdig. Nichtsdestotrotz, die Figur finde ich geil. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, was der Charakter da in der Serie so, wie er drauf ist und so weiter. Könnte ja Gehilfe von Ahsoka sein oder so. Ich weiß, also ich habe nichts davon gesehen, außer die Trailer halt mal. Und seitdem gucke ich auch gar nichts mehr irgendwie, ja. Werde ich aber nachholen, ne? Wie so einige Sachen auch. An Andor habe ich mich ja auch noch nicht rangetraut, beziehungsweise haben wir da nach 3 Folgen oder so, ich und Minister und ich, haben da drüber geladen und haben gar nicht mehr weitergeguckt und haben die auch voll vergessen, die Serie. War vielleicht ein Fehler, aber vielleicht ist für mich die Zeit noch gar nicht reif gewesen, das zu gucken. Deswegen irgendwann mal schauen halt, ne? Und hier finde ich schon geil, also, ja, 2 Stück, die stellt sie irgendwo so als Wächter hin, die da Jahrzehnte, Jahrhunderte an irgendeinem Sith-Grab stehen oder irgendwas so, ne, unter was bewachen. Immer wenn einer kommt, dann gehen die voll in Action. Wie so ein IG-11 oder so halt, weißt du, und hier Destroy und so weiter. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von dem Charakter des Charakters. Aber ja, cool. Gefällt mir. Wie gesagt, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Immer noch halt diese dünnen Arme und Beine. Gut, das ist ein Roboter. Er sieht hier auch sehr dürr aus halt, ne, auf dem Bild. Von daher, schöne Figur und geschenkt, egal. Von daher, vielen lieben Dank auch an alle anderen fürs Zugucken, fürs Dranbleiben hier. Ja, ich hoffe ja nicht, dass ihr immer durchskippt oder so halt und darauf wartet, dass ich ausflippe, aber da müsst ihr schon die ganze Folge gucken, ob was passiert, ne? Aber Outtakes kommen eh erst Ende des Jahres wieder. Ich sammle, aber es sind nicht so viele, ne? Ich sag ja, im Alter wird man ein bisschen ruhiger. So, deswegen bin ich jetzt auch ruhig, bleibt gesund, viel Spaß beim Sammeln, beim Zugucken, bei was auch immer, erfreut euch der kleinen schönen Dinge. So, tschüss, Feierabend. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Es gibt kein Entkommen.